Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Mythology Mission 2 in den Westen. Ich habe das dumme Gefühl, dass die chinesische Mission echt lange laden. Friends in the area are hostile to us. We will have to fight our way through. A mountain fortress is blocking the way. We will need siege weapons to destroy it. Let us not waste time then. Oh. Erobern Sie die feindlichen Stützpunkte, indem Sie Truppen besiegen, die Sie bewachen. Alles klar, und wir haben Gegner. Die Gebirgsklans. Und ich sag mal, die Bauern kriegen wir dann, weil wir haben keinen Dorfbewohner, wie ich gerade sehe. Deswegen, oh. Wir haben wieder Shun und Xiao Long. Und ich sehe gerade, der Shun ist besser. Ihr seid mal Gruppe 1. Diese Gruppe 2, die Shukunu. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich kenne das ja alles selber nicht. Neue Schöpfung. Belebte gefallene Dorfbewohner. Achso, das war das. Okay. Ruf zu den Waffen. Auf eine Gruppe ihrer regulären Einheiten zielen, um ihre Ränge aufzufüllen. Was? Okay, mit den Rängen kenne ich nicht. Kaiserliche Prüfungen. Auf eine beliebige Stelle zielen, um ihre Gebäude schneller bauen und ihre Einheiten schneller ausbilden zu lassen. Auch nicht schlecht. Kuwa! Gebirgsklans, ich bringe mich mal um, ne? Ich meine, ist zwar ein unfaires 8 gegen 6, aber wir haben ja zwei Helden. Passt schon. Kämpf einfach. Okay. Hm, das lief sogar viel besser, als ich geplant hatte. Krass. Ja, komm, wir machen euch einfach alle zur Gruppe 1. Das ist ja eigentlich auch scheißegal. Hey! Gehört jetzt zu uns. Nice. Ich könnte mehrere Hellebardiere machen. Wollen wir das? Ah, warum eigentlich nicht, ne? Das sind 5 Stück immerhin. Komm mal ganz kurz mit. Wir gehen mal ganz kurz erkunden hier. Ich finde, da ist zwar unser nächstes Ziel, aber ich möchte trotzdem hier einmal rundum gucken. Mal gucken, was das hier alles dazu sagt. Hinweise anzeigen. Jeder Stützpunkt wird von unterschiedlichen feindlichen Soldaten bewacht. Jeder eingenommene Stützpunkt bietet ihnen den Zugang zu Kontereinheiten, die sich gegen die weiteren Stützpunkte als nützlich erweisen werden. Aha, deswegen auch die Hellebardiere, macht Sinn. Schwerpunkt. Die Chinesen haben im Stall Zugang zu einigen ungewöhnlichen Einheiten. Kataphrakte sind schwer gepanzerte Kavallerieeinheiten, die man auch aus Total War und so weiter kennt, die gegen Infanterie glänzen. Oh ja, die sind geil. Ich liebe Kataphrakte. Sind cool. Berittene Bogenschützen sind Fernkampfeinheiten, die gegen Kavallerie ihre ganze Stärke demonstrieren können. In der Burg können sie Feuerlanzenschützen ausbilden, die als sehr wendige Belagerungseinheiten dienen und außerdem Bogenschützen kontern. Wow, also sagt man es einfach nur, dass es Kontereinheiten gibt. Ja, herzlichen Glückwunsch, bester Hinweis aller Zeiten. Beziehungsweise hier halt Schwerpunkt. Toller Schwerpunkt. Aber bringt das der Kunden trotzdem irgendwas? Ich speichere mir hier ganz kurz ab, nicht, dass ich irgendeine Scheiße baue. Das ist sonst echt unangenehm. Weil sieht mich ehrlich gesagt nicht so aus, als wäre hier irgendwas Interessantes in der Nähe. Naja, außer ein paar Gebirge. Nur generell in jedem Strategiespiel ist Erkundung eins der wichtigsten Elemente. Und das ist in Age of Mythology nicht anders. Wenn man Karten kennt, ist es eine andere Sache. Dann kann man selber abwägen, ob das wichtig ist oder nicht. Ich habe es versucht in der Kampagne trotzdem größtenteils zu erkunden, wie man es eigentlich macht beim ersten Mal spielen. Obwohl ich viele Kampagnen schon kannte, bis auf halt Brox und die jetzige. Aber irgendwie bringt das hier nicht viel. Ja, da kommen wir gleich eh hin, aber... Mein Gott. Ja, Hellebardiere sind stark gegen Kavallerie, das dachte ich mir schon fast. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Komm, wir gehen auch mal ganz kurz mit denen erkunden. Gibt's doch nicht. Als ob er gar nichts ist. Ich warte halt irgendwie jetzt so, dass wir irgendwo in den Dschungel hier reingehen und dann irgendwie so eine Kleinigkeit von Soldaten finden oder so. Das ist sogar tatsächlich ein Dschungel. Cool. Nichts. Wahnsinn.
Gold. Mother Nature. Okay. Das ist sehr uninteressant hier. Oh shit. Ja, da sollte ich gleich erst hingehen. Ich weiß, das ist jetzt ein Fehler. Das tut mir leid. A hero has fallen. Aber es ist auch Kavallerie, deswegen passt das noch. Und der stirbt gleich, das ist echt ungünstig. A hero has fallen. Aber ist okay. Ungeplant. Ungeplant. Sehr ungünstig. Aber bis auf zwei Soldaten haben wir nichts verloren. Alles gut. Ja, da bekommen wir jetzt einen Stall. Schön. Das tut mir leid. Also okay, erkunden lassen wir sein. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist ja, was ist das denn, hä? Ich dachte, wir müssen wenigstens etwas finden, aber vielleicht sollten wir einfach mal den Dingens folgen, wie was auch sollen. Macht vielleicht doch ein bisschen mehr Sinn. Ja. Wir haben es vielleicht ein bisschen verkackt, muss ich zugeben, aber... Gehen wir mal weiter. Oh, das sind alle Speer. Ist ja witzig. Nee, komm, wir machen das so, wie das Spiel es auch wollte. Wir haben jetzt ja erkundet, da ist nichts. Können wir später nochmal machen, aber... Das ist so ein wenig kacke. So, Angriff. Machen wir es direkt so. Erkunden können wir immer noch, ist ja kein Problem. Macht schon viel mehr Sinn auf diese Art und Weise. Kannst man nicht einfach mal arbeiten, so wie es jeder andere tut? Mein Gott. Das klappt schon deutlich besser. Sieht aus, als würden wir gar keinen verlieren diesmal, ne? Gut. Okay, jetzt müssen wir dahin gehen. Das sind ganz viele Chukunus, mittlere Chukunus. Und dagegen sind Speer gut. Oder wie ist das? Okay. Machen wir einfach mal, ne? Warum nicht? Und immer so viele, wie es geht. Und in der Zeit gehen wir nochmal ganz kurz den Teil der Kunden, den wir schon kennen. Weil... Macht Sinn, ne? Jetzt ist hier eine Drecksmücke drin. So eine Scheiße. Na guck mal, 7 Stück können wir machen. Das ist ja ganz angenehm. Es ist... Ja, wobei, einmal hierhin bitte. Und dann könnt ihr noch das kurze Stück machen. Und dann kommt ihr bitte wieder zurück nach Hause. Ja, ja, ihr habt ja schon. Hm, ja. Ist ja noch relativ simpel alles, ne? Na komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Jungs. Immer so ein bisschen weiter rauslaufen, als wir eigentlich müssen. Wir können nochmal abspeichern, weil das mit einer Kunden kann halt tödlich sein. Hat man ja gerade schon mal gesehen, ne? Das ist halt doof. Aber man will ja trotzdem wissen, was so Schönes passieren kann. Hier oben zum Beispiel, als ob da nichts ist. Aber zu weiter Kunden ist auch doof. Deswegen. Nee, zu weiter Kunden ist auch doof. Lassen wir das einfach. Okay, ist gut. Jetzt können wir angreifen. Besser. Passt. Sieht aus, als würden wir keinen einzigen verlieren. Ja, der ist kein Verlust. Der ist kein Verlust. So, und jetzt können wir Chukunus machen, weil
Jukun ist gut gegen sie, oder wie? Konterkavallerie. Bogenschützen, der nur stark gegen Kavallerie ist. Aha. Was ist denn Kavallerie? Der macht eigentlich keinen Sinn, wenn wir da Jukunus machen. Also, würde ich sagen, entwickeln wir die einfach weiter und machen dann ein paar davon. Okay, so viel es halt geht, ne? Machen wir halt 2-1. Ist auch okay. So, dann jetzt hier die Kavallerie, die sehen wir diesmal. Können wir den ganzen Rest erkunden gehen? Weil das kennen wir ja jetzt schon. So, ihr geht immer ganz kurz da und kommt wieder zurück. So, ist jetzt Gruppe 2. Hallo. Da und dann zurück. Nein. Dahin. Passt. Oh, er erkundet halt ja nicht alles, weißt du, die haben so eine Sichtweite von so einem Ochsen. Die Kavallerie lassen wir diesmal weg, weil die ist jetzt ja doof, ne? Auf geht's. Direkt Angriff. So, und du, da du einen One-Hit-Kill machst, wie man sieht, stirbst du erstmal, ist auch okay. Oh, wir haben einen verloren, nein. Zwei verloren, nein. Ja, ernst? Alles dunkel noch. So. Hey, da ist ein Gegner, der erkundet, ist ja witzig. Komm, ganz ehrlich, die können gleich dahin gehen, die sind echt blind wie Ochsen, ey. So, und währenddessen können wir hier reingehen. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich die Konterkavallerie, ja, macht Sinn, weil jetzt sind da Kataphrakte. Ja, fool. Konterinfanterie. Kavallerie, die nur stark gegen Infanterie ist. Interessant. Das heißt, da schicken wir am besten Konterkavallerie hin. Weil, macht Sinn. Ah, wobei, wir haben eh keine Nahrung. Scheiß drauf. Immer so viel es geht. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, unsere Infanterie setzen wir jetzt mal zusammen zur Gruppe 2. Diese Gruppe 3 und diese Gruppe 4. So, Angriff. Passt. Da die ja nur gut gegen Infanterie sind, hau ich jetzt mal das raus und gut ist. Na gut, die machen aber trotzdem noch gut Damage. Aber ist ja immer so. Läuft. Ist auch geil, die Hilbardiere und die Kataphrakte kontern sich gegenseitig aus. Läuft. Eigentlich entspannt gewesen, der Kampf. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Kataphrakte, jetzt kommt Infanterie, ne? Ja, macht's denn. Oh, sogar Helden. Aha. Und Hilbardiere. Das heißt, wir schicken am besten nicht die Kavallerie, sondern Jukunus, das da und Kataphrakte vor. Ich fände es schon fast geiler, wenn wir die weiterentwickeln, aber ist egal, wir machen immer das, was wir kriegen. Jetzt Angriff. Passt, und da ist unser Dorfzentrum, immerhin. Das sind trotzdem Hilbardiere, die kontern sich ja gegenseitig aus. Das ist echt scheiße eigentlich. Okay. Passt, wir haben keinen Speer mehr. Sehr schön. Verdammt. Die können eh nichts sehen, weißt du? Speer, die nichts sehen können. Yeah, Unsterbliche. Gegen Terrakotta-Soldaten, cool. Das ist ein Tempel. Läuft.
是的，准备好了。是的，是的。 So, jetzt könnt ihr zusammen und ihr seid mit unseren beiden Helden auf der 1. Die lassen wir kurz vorlaufen. Los geht's. Passt. Oh, die gehen echt gut. Nice. Leute, wie sind die jetzt gestorben? Oh, haben die so einen Durchschlagangriff? Was wusste ich nicht. Was haben wir denn so schönes? Terrakotta-Soldaten und Pixiu. Mythische Einheit geflügelter Löwe, der im Kampf Gold erzeugt. Das ist auch geil. Cool. Was haben wir hier? Mönchhelden. Macht es eigentlich gar keinen Sinn, dass wir jetzt die benutzen. Gibt nach dem Tod einen Teil seiner Kosten zurück. Stößt tödlichen Staub aus. Ach, und durch diesen Staub sind meine Einheiten gestorben. Ich verstehe, okay. Aber macht es eigentlich keinen Sinn, wenn wir die jetzt da hinschicken. Also, auf geht's. Komm schon. Da ist noch ein Weg, guck mal. Shenong, und hier haben wir... Nüva. Okay. Nee, sag mir nicht, das sind solche Mönche. Oh mein Gott. Age of Empires, das grüßen. Ist ja witzig. Jetzt können wir Mönche, Helden, starke mythische Einheiten machen. Cool. Und hier sind Bauern. Da können wir einfach hinlaufen, okay. Passt. Da ist noch ein schöner Garten. Zerstören Sie die Bewerkfestung, die wir nicht sehen können, aber es markiert wird. Okay. Ja. Was ist das? Das speichern wir erstmal ab, ne? Okay. Das war jetzt irgendwie komisch. Wir gehen mit denen mal ganz kurz erkunden, weil es regt mich doch ein wenig auf. Tötet ihn. Was könnt ihr eigentlich? Die nicht mehr zielen können, die. Jetzt kommt er auf euch drauf. Er schießt ihn. Boah, sind die lächerlich. Treffen gar nichts. Naja. Wir schicken erstmal ganz kurz hier ein paar Leute an Nahrung. Es ist ja wichtig hier. Hallo, drei von euch sollen da jetzt dran gehen. Gut. Mach mal vier. Ihr beiden geht an Holz. Weil wir haben hier eine Vorratsgruppe. Genauso wie Holz könnt ihr ein bisschen schneller sammeln, weil wir brauchen gleich ein bisschen mehr hier. Wir machen mal alle Dorfbewohner, wir brauchen einiges hier. Direkt auf Kacke hauen. So, ne, ihr geht kurz erkunden. Gut so. Den Rängen verstehe ich noch nicht ganz. Aber ist auch egal, das kriegen wir schon noch raus. Holst du irgendwie Hausaltäre? Dabo Gong erhöht die Geschwindigkeit, mit der ihre Gärten Nahrung, Holz, Gold und Gunst erzeugen. Du erzeugst aber gerade Gunst. Na, wo kriegen wir denn das Holz her? Ich bin klar, die sammeln das, aber wir kriegen mal so ein einzelnes. Guck mal euch das an. Ist ja komisch. Oder erzeugen die alles über eins mal bevorzugt. Keine Ahnung. Finde ich komisch. Wie groß ist denn das Gebäude? Warte. Ist ja komisch, es ist irgendwie größer. Egal, du baust jetzt mal ganz kurz den Garten. Und du gehst mal rum und machst mal so viele Häuser wie auch nur irgendwie möglich. Achso, wir haben schon... Oh, das ist eins. Wow. Okay. Krass, ich dachte, da gibt wenigstens zwei oder so. Aber nichts. Okay, hier haben wir Gold. Kleinen Teich. Oder sie. Und sonst nur Bäume. Ist ja schon mal gut. Ach, wobei, jetzt geht ja nur hier. Gut, dann haben wir hier zwei Leute, die gebaut haben. Das ist nicht cool.
Mach du mal da kurz ein Feld. Du machst hier kurz ein Feld. Du da. Dann du da. Jetzt haben wir 8, ne? 8, gut. Holz haben wir wieder keins. Immer schön langlaufen. Einmal ein Speer von Shenong, den Gebirgsclans. Okay, also ich bin noch ein bisschen hier verwirrt. Ja, aber müsst ihr auch nachvollziehen können, weil ich kenne das ja alles hier nicht. Erst das Gold holen. Warum auch immer. Hä? Können die da hochlaufen? Ist doch... zu? Oh, ich würde sagen, da haben die verkackt, die Macher, oder? Das sieht mir nicht gewollt aus. Na, ist ja auch egal. Okay. Da oben ist Gold, da können die ja rein theoretisch noch hinlaufen. Cool. Dann sollten wir auch ganz kurz ein bisschen schneller Rohstoffe. Was ist das hier? 5 Getreide, Huang Di. Ist nicht so schlimm, oder? Komm, wir sind da gut gegen die Kavallerie hier. Oh, sind wir? Ja. Bringen wir die mal ganz um. Wenn er schon hier hinkommt. Passt. Wir sollten vielleicht auch mal hier ganz kurz noch mal ein bisschen nachsenden. Gold haben wir ja genug in der Umgebung, da können wir ruhig ein bisschen reinhauen. Genau wie mit allen anderen auch. Warte, jetzt sind wir kurz auf Gruppe 2, ist angenehmer für mich. Ey, die können aber auch echt nichts, ne? Deren Aim ist so scheiße. Okay, cool. Ja. Wir schicken mal trotzdem hier ganz kurz ein paar Dorfbewohner weiter an die Arbeit. Jetzt haben wir 9. Also 10, jetzt sind die Goldbauer schon mal durch. Mal kurz das alles machen, das brauchen wir alles. Na komm, bring ihn halt um. Die wollen es ja nicht anders. Es kommt auch noch Infanterie angeschossen. Okay. Okay, ich sehe schon, das wird vielleicht doch ein bisschen mehr. Dann schicken wir doch mal ein bisschen was dazu hin. Dass wir zumindest hier aufbauen, weil die anderen Kasernen so will ich jetzt nicht unbedingt anfassen. Ich möchte einen eigenen Stützpunkt haben. 2 davon, einmal ein Stall. Ist mir gerade doch relativ wichtig. Bei Gunst bleibt ihr. Hier gucken wir, was wir am besten eine Mischung aus beiden, würde ich sagen, oder? Ich würde ihn gerne mal sehen. Huang Di lässt den Staub, den ihre Terrakotta-Soldaten ausstoßen, mehr Schaden anrichten. Ist eigentlich auch ganz geil, ne? Dabo Gong lässt ihre Mönche feindlichen Einheiten schneller bekehren. Nüwa schenkt ihren Bauern die Weisheiten der Akupunktur, die es ihnen erlauben, ihre Lebenspunkte zu regenerieren. Das ist schon mal geil. So. Ihr beiden geht noch an Holz. Du gehst an Holz. Und du gehst an Holz. So, jetzt haben wir noch 2. Das passt perfekt. Dann machen wir nochmal 5 und dann haben wir nämlich genau alle Nahrungssammler. Du baust uns eine Burg. Hier hin. Ach Gott. So. Felder. Oh, diese kleinen Kisten da, ne? Gott, sind die nervig. Das sieht irgendwie cool aus, der Löwe. 300 Holz haben wir gerade nicht, ist ein bisschen zu teuer. Ist ja auch nicht so schlimm. Wo diese Dorfe wohnen, ne? Gib mir ein bisschen auf den Keks. Auf einer beliebigen Stelle. Ja, dann hast du ein Speer. Okay. Ich bin ein bisschen misstrauisch, ja? Zumi. Hoda. Kuba.
Oh, die sind schwer. Okay. Okay. Das ist vielleicht doch ein bisschen unangenehm. Dann machen wir am besten hier schon mal die in Dauerschleife. Und die in Dauerschleife. Und die nutzen wir zum Forschen. Schwere Kriegsakademie rekruten. Huang, die macht ihre Kriegsakademie-Einheiten billiger und lässt sich schneller ausbilden. Und das da. Du machst One-Hit-Kill, du kommst mit hier runter und machst den weg. Cool. Was kannst du eigentlich? Der Einheiten mit seinem Schwerthieb durch die Gegend schleudert, okay. Aber nur Einheiten oder wie? Oh, jetzt hat er auch noch Schwere davon. Okay. Aber trotzdem, das kriegen die hin. Cool. Du gehst bitte noch dahin. Da haben wir wenigstens alle Felder schon mal. Haben wir noch einen, der baut? Ja, ne? Den hier. Perfekt. Machen wir direkt die nächste Festung hin. Ach du Scheiße. Okay, das sind doch ein paar mehr, als ich dachte. Krass. Ja gut, dann gehen wir mal hier hin und machen die ganze Zeit Kataphrakte, würde ich sagen. Reicht uns eigentlich. Mit hier, dem und dem. Okay, er greift uns also doch ordentlich an. Krass. A hero has fallen. Aber es sieht doch eigentlich gleich mal so schlecht aus bis jetzt. Nicht nur Laufwunder, bitte. Nein, nicht nur Laufwunder. Kannst du nicht machen. Weiterbauen. Okay. Das ist alles nicht so geil gerade. Nur noch 9 Holzfäller. Was mit dem anderen passiert? Ah, ich verstehe. Cool. Angriff bewältigt. Schön. Kannst du das jetzt mal in Ruhe lassen? Danke. Also schnell aufbauen ist ja die Devise. Ich verstehe. Okay. Einmal sammeln hier unten bitte. Du baust es ganz kurz zu Ende. Alles ein wenig stressiger, als ich erwartet hätte. Ach, nicht das da. Stall. Schwere Stallsoldaten. 400 Nahrung, okay. Holen Sie bitte ganz kurz, danke. So, und jetzt baust du uns hier bitte eine Mauer hin. Willst du mich trollen? Okay, wir brauchen eine Schmiede. Dringend. Das hätte ich nicht erwartet, dass er so krass rangeht. Der rotzt die Festung einfach weg. General, Kavallerien hat hier mit einem Schlachtruf die Moral stärken. Belagerungseinheit, stark gegen Bogenschützen und Gebäude. Das finde ich ziemlich cool. Aber langsam können wir was gegen die ausrichten, das gefällt mir. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Nahrung. Wobei, nicht wirklich. Weil die Soldaten haben jetzt doch ganz gut standgehalten. Ja, lass die mal ruhig das da kaputt machen, das wäre eigentlich egal. Solange können wir uns wenigstens hier ein bisschen aufbauen. Klappt ja alles noch. Solange die direkt weiter geproduziert werden, ist das ja erstmal egal. Und Holz haben wir, um das hier erstmal weiter zu bauen und zu verteidigen. Wir brauchen aber ganz kurz ein bisschen Gold, um hier eine Mauer reinzusetzen. Dass er denkt, dass hier oben geschlossen ist. Das macht zumindest schon mal Sinn. Guten Sinn. Ja, macht das Ding kaputt, ist mir egal. Wir sammeln hier unsere Soldaten.
Ah, diesen Kataphrakt bräuchte ich einmal, der ganz kurz meinen Held wiederholt, weil ein Held macht echt viel Unterschied. Und hier drin gucken, wir haben kein Gold mehr. Ah, da kommen die mich schon. Alter, der schickt ja echt die ganze Zeit Angriffe. Und die nicht gerade klein. Okay, den haben wir wenigstens auch wieder. Sehr schön. Gärten bräuchten eigentlich auch ein paar mehr, aber die gehen jetzt erstmal auf Gold. Weil wir brauchen gerade keine Gunst. Hier drin. Können wir uns eh nichts leisten, okay. Uncool. Aber wenn das Bevölkerungslimit gleich voll ist, dann können wir wenigstens ein bisschen was in die Forschung investieren. Das klappt schon irgendwie. Ach, guck mal, soldatentechnisch haben wir schon einiges hier hingelegt. Klappt eigentlich. Also komm, Angriff. Ich will das da gerne mal testen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Alles klar. Wenn mir jetzt irgendeiner sagen könnte, was das bringt, dann wäre ich zufrieden. Okay. Wir machen gleich ganz kurz das da, den Erdwall. Weil jetzt haben wir wenigstens eine große Übermacht gegen die. Noch die Schmiede weiterentwickeln, dann haben wir es geschafft, die gut einzudämmen. Passt. Schön, dann haben wir jetzt genug Rohstoffe, um einen anderen Scheiß zu machen. Gut. Als erstes natürlich das hier. Da der viele Bogenschützen steht, würde ich sagen, machen wir zuerst hier den Kupferschild. Weil Pfeile. Ne? Macht Sinn. Zack. Alles Gold. Also können wir eigentlich mal einen Marktplatz bauen. Macht eigentlich Sinn, danach kurz einen Marktplatz hier hinzupacken. Hey, stopp. Mach mal ganz kurz das da. Geht nicht, okay. Jetzt aber. Ich finde die Mauern ziemlich cool hier, weil die sehen halt irgendwie auch gut detailliert aus. Sehr schön. Schon ist er nicht mehr so stark, wie man immer dachte. Du bist ganz kurz nur so zwei, weil dich brauche ich immer so. Mach mal kurz einen Marktplatz hier hin. Den bräuchten wir kurz. Ihr drei geht mit den Leuten Holz hacken. Und zwar hier oben. Nein, erstmal hier oben, wo wir sicher sind. Da macht es zumindest am meisten Sinn. Das heißt, ihr geht hier Holz hacken. Mach mal. So, oh, wir können da noch Gold machen. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Gold über. Dann könnten wir hier mal am besten direkt das da raushauen. Weil, Schmiede macht sehr viel aus. Ich habe schon so oft Multiplayer-Matches gewonnen, wo man nur Schmiede-Sachen erforscht hat. Da konnte ich mit schweren Soldaten gegen Elite und was weiß ich nicht da locker gewinnen. Und die hat mich auch schon als Hacker betitelt. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Bisschen auseinandergehen, dass ihr euch nicht so blockt. Das ist nämlich echt scheiße sonst. Danke. So, du hast es fertig gebaut, das gefällt mir. Dann kannst du jetzt mal ein paar Gärten bauen, warum nicht? Gärten sind relativ wichtig, habe ich gemerkt. Was haben wir gleich? Mehr geht aber noch nicht, das war das letzte. Ja. Ne, brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich erst Holz verkaufen, aber jetzt ist eigentlich egal. Die Angriffe haben auch nachgelassen irgendwie. Am Anfang kurz ein bisschen draufgehauen, aber jetzt, wo er merkt, dass er keine Chance mehr gegen mich hat, lässt das sein. Interessant. Ach Quatsch, da wollte ich gleich hinklicken. Hier wollte ich hinklicken. 400. Oh. Können wir uns sofort leisten. Machen wir aber hier drin. Nur für den Fall der Fälle. Wie wohl so ein mittlerer schwerer Kataphrakt aussieht.
Können wir ja gleich sehen, ne? Gibt's da eigentlich eine maximale Anzahl von Gärten, weil die sind irgendwie geil. Oh, wir haben kein Gold mehr gleich. Oh, wir haben schon kein Gold mehr. Ich will's trotzdem kurz sehen. Komm, zeig her. Da. Ah ne, das war's nicht. Ich wollte gerade schon sagen. Jetzt. Aha. Ich dachte gerade schon so, hey, das ist doch jetzt nicht alles, oder? Wir haben schon 6000 Gold verbraten? Ja, leck mich am Arsch. Na gut. Ihr könnt mal... Nee, Gunst will ich eigentlich noch gar nicht haben. Du, weiter Gärten. Mal gucken, was die uns bringen. Schnelle Ausbildung, lass das eigentlich schon mal auf unsere Gebäude vorher machen können. Macht eigentlich mehr Sinn. Oder hier drauf. Was egal. Können wir ja später nutzen. Guckt euch das Spektakel an, ey. Wenn er stark auf Kavallerie geht, deswegen will ich schon sagen, wir machen die komplette Kataphrakt-Produktion raus und lassen das bei der Infanterie mit Schokonus und Hellebardieren. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Kommt da noch mehr? Komm schon. Noch ein Stück. Genau. Ihr seid Gruppe 1. Oh. Ihr seid Gruppe 1. Passt. Und du baust uns direkt den nächsten Garten. Mal gucken, was das Maximum ist. Bis jetzt haben wir 5. Ich denke mal so 10 oder so wird das Maximum sein. Macht das sonst keinen Sinn. Hier nochmal ganz kurz. Erhöht die Lebenspunkte von Gebäuden und macht sie widerstandsfähiger, bla bla bla. Und das gleich am besten, damit wir nochmal 5 zusätzliche Soldaten bekommen können. Das macht mich dann auch nochmal Sinn. Geist des Grundbesitzers. Dabogong lässt ihre Dörfer erblühen, indem er die Bauern schneller erschaffen lässt. Ah, muss man natürlich alles vorher wissen, ne? Dumm gelaufen. Ah, bist du fertig? Cool. Direkt den nächsten, komm. Passt schon. Passt. Die hätte ich eigentlich gerne. Ich glaube, so einen General würde ich auch gerne mal sehen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, die man hier bei den Chinesen so hat. Belagerungseinheit, stark gegen Bogenschützen und Gebäude, die hätte ich echt gerne. Wir kriegen ja noch Bevölkerungsmittel durch die Gärten, ne? Stimmt, da war ja was. Wir machen mal... Da ist der General, guck mal an. Boah, ey, guckt euch die Pfeile an. Zu dumm für alles, ey. Hallo, dahin. Komm, nutz sie. Nutz es. Nutz es. Ah, sowas wie Akantus ist das, okay. Ich verstehe. Ja, der kann ruhig sterben, ist mir egal. Ich brauch den eh nicht. Aber die hätte ich eigentlich gerne mal gesehen. Ich denke mal, die könnten ganz stark sein. Und ich würde auch sagen, dass wir die hier ganz kurz abbrechen. Weil da haben wir gerade echt viele von. Mal gucken. So, und ihr 10 geht mal bitte da unten Gold hacken. Ah, passt schon, die sterben eh. Gut, und ich würde sagen, die setzen wir nicht so dahin, sondern die setzen wir gesichert hier hinten hin. Da ist schon einer dabei, aber ich weiß nicht wo. Da muss eigentlich einer dabei sein.
Schlimmste. Willst du mich irgendwie verarschen? Ist er schon tot? Traurig. Komm. Und zwar gleich. Und zwar jetzt. Gut. Unser Dorfbewohner. Oh, geil, sind sie sogar eingesperrt drin. Vollidioten. Ah, nee, warte, ihr könnt ja gar nicht raus, ne? Ups. Nein, Quatsch, nicht zwei. Hier, ihr. Darunter. Du baust uns Gärten. Geht nicht, wir haben kein Gold. Cool. Dann baust du uns nichts. Doch, jetzt baust du uns einen Garten. Passt. Mir gefallen die Soldaten. Die stehen sehr ordentlich und stramm da. Alle, das sieht irgendwie cool, dass man so eine große Armee hat. Gefällt mir. Komm, machen wir einfach mal alles, was so geht. Kann nicht schaden. Die Schmiede haben wir auch alles fertig. Sehr nice. Und du baust uns danach bitte noch einen Garten. Mehr geht nicht, okay, weil... Ja, guck mal, 10, sag ich ja. Ist ja witzig. Hier, irgendwann muss halt Ende sein, ne? Vielleicht die Mauer noch kurz erweitern? Was wird jetzt? Steinwall, okay. Die Gärten bleiben definitiv erstmal auf Gold. Das macht am meisten Sinn, finde ich. Guck mal, die sehen eigentlich ganz geil aus. Müssen wir halt kurz warten. Geht nicht anders. Boah, kennt ihr es, wenn man über Nacht spielt und das Fenster zu hat und das einfach so unfassbar warm wird? Boah, ist das warm. Das Gute ist, seitdem mir das passiert ist, habe ich schon Ventilator hier stehen. Eigentlich die beste Idee, die ich mal so hatte. Ventilator neben meinen Platz stellen. Aber nur auf der ersten Stufe, weil sonst hört man es leider. So, Steinwall ist durch. Können wir eigentlich direkt einen befestigten Wall machen. Mal gucken, wie der nochmal aussieht. Ich finde es auch geil mit dem Yin-Yang-Zeichen auf der Mauer. Das ist echt cool. Auf dem Tor. Reduziert die auf dem Marktplatz als Tribut zu entrichtende Strafe, okay? Senkt die Kosten für den Handel mit Rohstoffen auf dem Marktplatz. Das auf jeden Fall. Das ist wichtig. Naja, er kämpft da ruhig wieder. Guck mal, siehst du da eigentlich nur Infanterie und Kavallerie? Logischerweise, aber nur Nahkampfinfanterie, was mir relativ egal ist, weil wir haben Schokonus. Für die Kavallerie haben wir nette Dingens, das gefällt mir. So, warte, bevor wir irgendwas bauen, ich will ganz kurz die Mauer beobachten, weil ich finde sowas immer ziemlich spannend. So die Entwicklung von einzelnen Sachen zu sehen, das gefällt mir. Bring. Nice. So, und dann machst du uns davon ein paar Türme, und zwar an jeder Mauerspitze. So habe ich mir das damals nicht mal angewohnt, aber das habe ich in der Kampagne selber nie gemacht, wirklich. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum. Nur so ist eigentlich die Verteidigungsdichte von Türmen, finde ich, am besten. Man kann natürlich auch welche dazwischen stellen, aber so ist eigentlich echt angenehm. Macht eigentlich keinen Sinn, ich weiß, aber ist halt so, ne? So, warte, wir können eigentlich mal ganz kurz alle Gärten, wobei wir einen Garten markieren, den auf die 5 packen, weil wir die müssen wir ab und zu tauschen. Ist nämlich echt eine gute Quelle, wenn man so aufs Gold konzentriert, geht es ganz schnell hoch. Also die einzelnen Zahlen meine ich dann. Klar, sammeln die unten aber trotzdem. Das gefällt mir. So, und du machst uns danach bitte noch da einen Turm haben. Gut. Dann haben wir das. Wir warten noch ganz kurz auf die Feuerlanzen, dann greifen wir mal ganz kurz an. Und du machst uns direkt schon mal mehr Sichtweite und das da. Einmal zum Beobachtungsturm. Den kennen wir ja schon, den kenne ich jeder so vom Aussehen her als so ein kleiner
ich sag mal, Jagdaußenposten, ja, aber das bringt uns nicht wirklich viel. Vor allem zum Jagen kann man es auch nicht nutzen. Das ist voll traurig irgendwie. Ich freue mich schon so stark auf Age of Empires 4. Das kommt jetzt ja bald raus. Boah, das sah so wunderschön aus. Das sind ja schon alle 10. Sag das doch wer. Dort. Also die Feuerlanzenschützen greifen direkt mal an. So, immer tauschen hier die ganzen Gruppen. Ich würde sagen, ihr geht mal. Ihr geht mal Kunden, genau. Weil irgendwas musste unbedingt noch Wichtiges sein. Weil die kommen ja nur von da, das heißt, die kommen hier rausgelaufen, gut ist. Wir zerstören übrigens alles. Weil ich will auch alles sehen, also machen wir auch alles kaputt. Ach guck mal, die sehen direkt aus wie der Steinwand, die Steinwand. Können wir die eigentlich direkt weiterentwickeln zu... Warte, was war das nochmal? Wachturm, genau. Mehr Holz. Das Holz ist ziemlich langsam, wie kommt das? Okay, ihr könnt ja hier hingehen, ist ja ganz praktisch. A hero has fallen. Ja, der Hero ist mir egal. So, das ist auch gleich fertig. Sehr gut. Das hier ist auch sehr wichtig, weißt du? Gebäude werden treffsicherer gegen bewegliche Ziele. Erhöhter Angriffsschaden von Türmen gegen Kavallerie. Sehr, sehr wichtig, weil die treffen nichts. So, 5% noch, gucken wir mal. Nice. Auch ganz nett, aber... Das war's auch. Naja, nicht das, was ich erwartet hätte, aber ist okay. Ich bin für die Soldaten hier, weil nur 10 übrig. Doof. A warrior of the Emperor who seeks to pass through these mountains. If you bring me a sacred relic, I will show you a hidden passage through the mountains. Finden Sie die Religie und bringen Sie sie zum Mönch. Alles klar. Und die Religie ist wahrscheinlich irgendwo hinter den ersten Mauern, weil sonst habe ich mich eigentlich alles erkundet. Das ist blöd. Aber wir können trotzdem mal hingehen, mal gucken, was passiert, wenn wir da einfach so reinlaufen. Ach, wir können einfach nicht durchlaufen, das ist einfach eine unsichtbare Wand. Ist auch okay. Kann man machen, ne? Aber sonst ist hier nichts. Da ist nur Berg, Berg, Berg. Das ist ja Gacke. Mensch, ey. Na gut. Schicken wir den nochmal ganz kurz zurück. Der baut hier noch fröhlich weiter. Wir können das mal ganz kurz erforschen. So, und ihr könnt mal ganz kurz auf Holz gehen, weil es fehlt uns gerade ein bisschen. Und ihr geht schon mal zum Angriff. Weißt du, wir greifen direkt mal an. Was soll's denn? Von da kommen diese ganzen Zeit Soldaten. Das heißt, wir gehen mal einfach hier drauf. Weil, warum nicht? Ach Leute. Einmal da hinstellen, genau. Nein, wir greifen jetzt mit denen einfach mal straight nur die Wand an. Ich will wissen, wie stark die sind. Genau, mit dem Gebäude schneller bauen ist eigentlich auch eine ganz gute Idee, ne? Komm, mach einfach mal. Naja. Auch nicht so krass. Oh, die haben eine sehr, sehr große Reichweite. Cool. Die machen ganz schön viel Damage. Das ist nice. Werden sie immer noch von Tim angegriffen, aber dafür, dass sie jetzt nur 10 Stück sind und dabei getötet werden, machen die echt gut Damage. Krass. Und dazu halt eine Mischung aus den beiden. Dann haben wir unsere 3 Einheiten. Das gefällt mir sehr gut. Kostet alles immer 2. Hervorragend. So, der ist fast durch. Auch gut. Ansonsten ist hier nicht wirklich viel. Ich weiß gar nicht, was er da für einen Zauber gemacht hat, ehrlich gesagt, aber ist auch egal. Braucht kein Schwein. Haben wir noch irgendwie welche Forschungen irgendwo?
Na ja, komm, mach mal die Wände halt auch. Auf jetzt. Alles klar. Ein Tornado. Au. Das war tatsächlich ziemlich schmerzvoll. Oh shit. Okay, mal gucken, ob ich das nochmal alles auf die Reihe kriege. Du gehst dahin. Du hilfst jetzt mit. Du reparierst. Du baust uns da einen Garten. Du. Da einen Garten. Du. Machst uns da ein paar Häuser. Gut. Dazu machen wir dann hier noch einen Garten hin. Das tat tatsächlich ziemlich weh. Holy shit. Na, das war's aber eigentlich auch. Mehr war da nicht kaputt. Alter. Das tat ganz schön weh. Mitten in die Fresse rein. Ah, die beiden Helden bleiben mal ganz kurz hier. Genauso wie ein paar der Chocunus. Ich würde sagen, so 20 Stück. Wobei, ich glaube, ich würde sagen, ich schicke einfach alles zum Angriff. Wen juckt das schon? Okay, was soll passieren, ha? Will er mich angreifen? Ja. Mit der Armee hier greift mich keiner an. Alter. Das hat schon ein bisschen weh. Zugegebenermaßen. So, du kommst mal ganz kurz her und machst uns schon mal eine Mauer hier hin. Mach da mal zu. Nein, jetzt. Du gehst da oben hin, machst da schon mal zu. Dass da keiner durchläuft. So, du kommst hier hin und machst dazu. Genau so wie ich es sehe. Und die andere geht jetzt bitte einmal hier zum Angriff. Währenddessen geht ihr hier auf das Ding zum Angriff. Wobei, geht auch erstmal hier zum Angriff. Gut, passt. Du, Bauer, gehst mit diesen Vieren bitte weiter da Holz hacken. Ach, geh durch, mach das da holen, ist auch okay. Weiter Nahrung, Nahrung. So, ebenfalls an Nahrung. Sehr schön. Die hängen da alle fest, ist auch gut. Nice, dass ihr schön die hier vorlaufen lasst, die gerade die Mauern kaputt machen wollen. Aber ist okay, gönnt euch. Idioten. Bringt sie doch einfach um. Kommt her, tut was, danke schön. Mann, ihr seid euch heute echt langsam. Fähige Soldaten, ey. Sehr gut. Mach kaputt die Scheiße. Kaputt machen. Wenn ihr gerade schon mal direkt das nächste Ziel an. Ist eigentlich ganz gut. Sehr schön. Geht gut voran. Ich würde sagen, da das der einzige Zugang ist zwischen ihm und mir, brauchen wir hier gar nicht weiter verteidigen, sondern wir gehen jetzt gleich zum Angriff über und bauen bei ihm mal rein. Wir lassen ihn die gleiche Medizin spüren, wie die er bei uns spüren lassen hat. Deswegen Arschher bewegen. Du, mein kleiner Freund, wirst uns jetzt hier eine Mauer bauen. Was er kann, das können wir schon lange.
Wie sieht's aus mit Gold? Ah, noch ganz okay. Noch. Holz. Ja, läuft. Könnte besser laufen, aber ist okay. Na, passt schon so. Wir bauen einfach hier jetzt schön rein. Lass die Nieder nicht mehr raus. Und dann mal gucken, was er davon hält. Und die drei hier. Kommen mal bitte auf meine 6. Und ihr alle geht jetzt mal bitte mit dem Sammelpunkt hier hin. Das heißt, auch ihr gehört zur 1. Nein, fuck, jetzt bin ich euch da nicht hinzugefügt, sondern selber den Punkt bestimmt. Cool, jetzt passt's. Na schön, dann haben wir das schon mal gemacht. Chufa. Wir können halt ein paar Marktkarren losschicken, wenn wir schon mal das Gold dazu haben. Zack, wir können das am besten auch alles erforschen, wenn wir schon mal dabei sind. Sieht doch schon viel besser aus. Aber wir können nicht in die letzte Zeit gehen, ne? Nee, wir sind hier in der heroischen Zeitalter gefangen. Ist ja auch halb so wild, juckt mich nicht wirklich. Tor rein. Ich bin klar, dauern die Missionen so länger, wenn man alles einzeln ins Detail betrachtet, aber ganz ehrlich, das ist irgendwie geil, ja. Nee, wir machen hier nur Türme rein. Hau da. Dafür 3. Mach mal kaputt. Chufa. Gott, nee, es ist jetzt noch ein bisschen zu nah. So ist gut. Ich will die ganze Zeit irgendwelche Monster hier rum, jeden so. Die ganze Zeit. Na, ist auch egal. Was mir aber auf jeden Fall auffällt, ist, die Verteidigung ist von den Gebirgsklans orange, aber die Angriffe kommen von Gebirgsklans rot. Nein, das ist kacke so. Ach, von da müssen wir die Religion oder was? Nein, bleibt mal bitte alle hier. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist so scheiße. Und wie viel gibt's? 57, das ist eigentlich ganz gut. Angriff. Genau wie das hier ist auch von Rot, währenddessen das hier von Orange ist. Ich frage mich, warum das so getrennt wird. Das ist mir noch ein bisschen zu viele Chocunus. So macht's mehr Sinn. Das wird immer doppelt so viel Chocunus haben wie den anderen Scheiß. Ist ja sonst kacke. Passt. Einmal ganz kurz alles sammeln. Und voll Kontakt. Das ist ein schöner Anblick. Am besten bevor er kommt. Sehr gut. Naja, versuchst du ruhig mich anzugreifen, ist mir egal. Und du machst bitte direkt hier zu. Sehr schön. Und schon lohnt sich der ganze Käse. A hero has fallen. Alles wieder frisch und ein T-Shirt. Was ist mit dir? Warum stehst du so doof rum? Hier ist irgendwo noch ein Feld frei. Nee. Das glaube ich, ne? Ja, ja. So, genauso wie Holz scheint auch durch zu sein. Nee. Doch. Ach so, ja, das müssen eigentlich 25 sein. Die Anzeige ist halt nur so kacke, weil die Gärten jetzt drauf sind. Ah, wie scheiße.
Mach kaputt die Kacke. Ist noch ein bisschen ungünstig hier alles, aber ist okay. So, das Gold ist auch fast durch. Ja, mach einfach weiter, warum nicht? Ist okay so. Wir machen auch diesmal keine neuen Soldaten dazu, weil es reicht erstmal, wenn wir die Schokonüsse haben, weil die müssen eh ein bisschen weniger werden. Wenn ein paar sterben von, ist nicht so schlimm. Immer das Problem mit Fernkämpfern, die sind immer prozentual mehr als die Nahkämpfer. Bisschen nervig. Alles erkunden, was geht. Ach ja. Wobei, du könntest eigentlich mal ganz kurz herkommen und diese zwei kleinen schwarzen Punkte hier gucken, auf der Karte wegmachen. Die regen mich die ganze Zeit schon auf. Ich weiß, das ist ein bisschen penibel, aber bringt die Welt einfach um. Töten! Wow. Hey, die werden zum Mittleren? Okay. Macht wenigstens Feuerfall, so hat das doch gar keinen Sinn. Naja. Die waren schon immer sinnlos. Angriff. Oh, hier ist sogar noch eine Libertier hier drin. Hier, da. Ist ja witzig. Kommt schon, hack schneller. Du kommst her. Machst eine Wand rein. Das sieht nicht ganz richtig aus. Da fehlen irgendwie die Eckpunkte. Na egal. Ja, aber bis jetzt eigentlich einfacher, als ich erwartet hätte. Ich meine, klar, die ein paar Angriffe da waren echt hart und haben meinen Tempel kaputt gemacht, aber ansonsten geht das eigentlich voll klar. Ihr habt das gleich auch, ne? Ja, ihr habt es gleich. Dann könnt ihr jetzt mal ganz kurz alle da wegbringen. Die kommt mal bitte ganz kurz hier hin. Du kommst ganz kurz her und machst mir bitte ganz kurz da einen Tempel hin. Den haben die Rüpel mir ja kaputt gemacht, aber das will ich wieder haben. Wie als Nüva. Oh shit. Oh shit. Das sind ganz schön viele. Jawohl, abgelenkt. Sehr schön. Die neue Gruppe 1. Was ist eigentlich hier los? Warum kommt da keiner mehr? Sollte doch so sein. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Hab ich wahrscheinlich vergessen einfach. Naja, ist ja auch alles egal. Guck mal, jetzt sind die Eckpunkte da. Da setzen wir zwei Festungen hin. Sehr gut. Mal ganz kurz ziehen, weil das ist die offene Stelle. Will ja keiner haben. So, da kommen sie endlich. Vier da dran, vier hier dran und zwei an die Mauerstöcke. So ist das gut. Bauen. Nein, nicht ausgeschlossen werden. Du musst mitlaufen. Sehr gut. So, die Nummer 6 schickt mich jetzt die Einheiten alle hier hin. Ihr seid jetzt alles Gruppe 1 und geht dahin. So, hier kommt direkt der nächste. Warum haben wir hier noch einen Dorfbewohner übrig? Macht jetzt ja gar keinen Sinn. Da bringen wir ganz kurz die Nahrung weg. Achso, Holzfäller fehlen uns noch welche. Hä? Macht ihr mir bitte ganz kurz Gunst? Uns fehlen echt zwei Holzfäller. Nee, da ist einer. Ihr seid 9? Dann ist das unser Holzfäller gewesen. Dann haben wir gerade einen Holzfäller zum Nahrungssammlung hier von Donald. Ist ja auch nicht so schlimm. Ah, da ist er tot. Damit ist unser Gebiet wieder rein. So, ihr wartet erstmal ganz kurz hier, weil Gold haben wir ja schon noch übrig. Wir lassen können ihr angreifen gehen.
die läuft einfach mit nach vorne und greift dann die Festung an. Zerstört sie. Wobei hier sind es jetzt ja wirklich Burgen und keine Festungen. Naja, gut. Was auch immer der machen möchte. Ein dunkles Ritual, das ist schlecht. Das ist echt schlecht. 48 Sekunden, ja, als ob ich das nur 48 Sekunden schaffe. Zeig mir mal, was du für ein Ritual hast. Wobei, wir könnten das schaffen. Wir laufen einfach weiter. Was sollen sie machen, ha? Uns töten? Lächerlich. Einfach hingehen und umbringen. Ja, ja, greif mich ruhig an, ist mir egal. Jo, Leute, ist gut. Tupf dich ruhig weiter aus. Jetzt aber. Den dann noch. 5 Sekunden noch. Schwere Feuerlanzen schützen zu nahem Feuer. Verteidigungsritual verhindert. Cool. Kaputt machen jetzt. Was das Zeug da ist. Komm schon. Kaputt machen. Alles kaputt machen. Und ihr? Helft da bitte mit. Sehr schön. Jetzt stehen wir so mittendrin, weißt du? Mitten im Geschehen. Voll scheiße eigentlich. Wobei, wir können doch wieder rauslaufen. Ist ja nicht so schlimm. Tut mir leid, Kollege. Ich wollte nur kurz das Ritual verhindern. Ich kann da auch nichts für. Das ist halt einfach so gekommen. Wir gehen ja schon wieder. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Idioten. So. Einmal kurz die ganzen Türme wegmachen. Sehr schön. Ja, mach mal ganz kurz die Festung kaputt. Die hebt mir sowieso auf den Keks. Die ganzen Nahkämpfer brauchen wir aber kurz. Sehr schön. Boah, das ist ja noch eine Festung, ist ja eklig. Jetzt lass doch mal die scheiß Festung da oben in Ruhe. Nervig. Naja, ist ja gleich kaputt. So, weiter auf die da. Alle bitte. Und ihr kommt bitte mal ganz kurz hier hin, weil ich habe für euch einen besonderen Job hier für die Bauernwarte zum Angreifen. Bevor sie ganz kaputt ist. Dass die ganze Mal auf einmal fällt, weißt du? Nee, ihr nicht, bitte. Warte, einer dahin noch, bitte. Und boom, fällt die ganzen Bauer um. Sehr schön. Ach ja, ist das toll, wenn die Mauer ganz kurz fällt. Also euch ziemlich vergessen, ne? Ihr Ziel müsst immer Goldhaken gehen. Voll vergessen, tut mir leid. Der will eine Reliquie haben. Ich habe keine Ahnung, wo eine Reliquie ist. Da ist ein Bergarbeiterlager, okay. Alles klar. Da ist noch ein Weg, den gehen wir auch mal zu zünd lang. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Boah, das war echt spannend da oben. Geht mal hier hin. Unsere aufgewahrt, zerstören sie wie Bergfestung. Okay. Weil ich sehe ja nirgends so eine Bergfestung. Also nicht hier. Offensichtlich.
Ich hätte eine Idee. Mal ganz kurz testen, ob meine Idee sich bewahrheitet. Baut mal hier bitte ganz kurz einen Hafen hin. Könnte nicht. Ah, doch, jetzt. Nur ein bisschen tiefer im Wasser. Leute, konzentriert euch mal auf eine Sache. Mega unkoordiniert hier alles. Ups. Erstmal minimieren. Hoppala. Ja, ja, ihr kriegt das schon hin. Boah, ey. Unkoordinierte Kacke hier. Ja, ja, ihr müsst nicht alle auf den gleichen Lauf runtergehen. Ihr könnt die auch einzeln verfolgen, ist ja schon klar, oder? So ist schon besser. Das war's. The mountain base has been destroyed. G's temple must be near. Look, there, up in the sky. Okay. The temple, it has been completely destroyed. I hope that G has made it out alive. We need to find him. Das war jetzt irgendwie unspektakulär. Dafür, dass es über eine Stunde gedauert hat, hätte ich jetzt irgendwie noch was anderes erwartet. Vor allem, wenn ich da oben gerne ein bisschen erkundet, was da noch in der Ecke ist. Aber wahrscheinlich eh wieder nichts. Aber ist egal. Von dieser komische Weg. Ich sollte eine Reliquie bringen, aber da war einfach nichts. Gut, damit haben wir den Gebirgsweg auch noch nie gesehen. Naja, ist nicht so schlimm. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.